Das ist die Mailbox von Lydia und Dima. Wir sind derzeit nicht erreichbar, weil wir uns aktuell in Vollzeit auf einer Europatour mit unserem Wohnmobil befinden. Wenn du mit uns in Kontakt bleiben und die Reise mitverfolgen möchtest, hinterlasse uns bitte unten eine Nachricht. Stinkt wie Sau, aber ist super. Erstmal hier ein bisschen clean werden, ne? Body reinigen, Body cleaning. Sie mag das nicht, wenn wir so sind. So eklig. Das ist normal, das sind Hände. Ja, aber ich kann das nicht Dinge anfassen. Ich weiß nicht warum. Wir sind in der Therme. Super hier. Von der Thermopyle. Super schön, super warm, super chill. Sieht man bestimmt an meinem Gesicht, wie warm es ist. Ja, so rot. Und ich bin blass wahrscheinlich, wie immer. Mhm. Ja? Also ich sehe es eh nicht, aber rot bist du nicht. Ja. So geil. Und hier ist das Monument von der, von dem Krieg. Spartans gegen Persen. Bebita, wo sind wir? Wir sind in Meteora. Was ist das? Meteorit hier gefallen oder was? Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht gelesen. Ich wollte ich wollte wissen, was hier abgeht, aber es ist nur Kloster und schön. Also sehr beeindruckend. Das ist doch kein Meteorit, oder was? Ich denke nicht. Lydia hat jetzt geguckt, wie alt das alles hier ist, weil ein Typ sie gefragt hat, ob wir was darüber wissen. Wir dachten, er erzählt es uns, aber nee. Also, 14. Jahrhundert. Ja. Ottoman, Verfolgung, dass man keine Steuern zahlt, irgendwas in den Höhlen, keine Ahnung. Das Ottoman-Imperium. Keine Ahnung, ich nix Deutsch, Alter. Warum ist Deutsch so kompliziert? Die haben sich versteckt. Die Leute. In den Klostern. Erzähl weiter. Weil, ja, gegen das Ottoman das Imperium des Ottomans. Ich hab keine Ahnung. Ottoman, Dennis, hast du Steuern nicht bezahlt oder was, Dennis, Otto? Otto Josef, was ist denn los hier? Zahl deine Steuern, Alter. Let's go eat some food. So hungry. Hallo. Hallo, guten Abend. Hi. Hi. Kalispera. Kalispera. Kalispera.
Ja, wir stehen hier heute im Schwimmbad. Mal schauen, ob wir hier rauskommen. Weil Rasen und Regen nicht so gute Option, nicht so gute Kombination. Ne? Schauen wir mal. Hoffentlich haben wir Glück. Und dann fahren wir heute ein paar hundert Kilometer Richtung Bulgarien. Nicht? Ja, heute ist Fahrentag. Fahrtag. Fahrtag, ich keine Ahnung. Fahrtag. Fahrtag. Let's see. Let's go! Seems no problem. Everything's cool. Go. I'm so wet. Easy peasy. Wir waren so draußen mit Shorts, weil es so viel regnet. Mal schauen, ob es das... Für einen Tag. Es muss jetzt einen Tag heben. Ja. Dann kann ich das neu machen. Es gibt vielleicht noch Restwasser, das hier jetzt reinkommen wird. Mal schauen. Wie gesagt, muss nur einen Tag halten. Morgen. Am Mittwoch und Donnerstag schon gutes Wetter gemeldet. Dann machen wir das wieder dicht. Не понос так золотуха, heißt es. In Panik gestern Nacht zugeklebt. Aber es hat geholfen. Es hat geholfen, gar kein Problem. Können wir so lassen. Bis wir dann wieder im Sommer sind. Irgendwo im Warmen.